Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich spiele das Hintergrund-Gameplay nicht online heute, weil ich mal Kampanage machen. Na, ich hoffe, ihr habt auch alle schon die Kampanage gezockt, weil die ist ja von dem Spielentwickler wirklich toll. Von Call of Duty allgemein wirklich ganz toll. Ich würde sagen, wir machen das Niemandsland. Das ist ein sehr spannendes Mäppchen. Da spielen wir jetzt auf Soldat und legen einfach mal los. So. Hallo! Ja, ich habe heute das Thema Geld für euch vorbereitet und das ist ein sehr weitläufiges Thema, weil Geld hat eigentlich jeder von uns. 1 Cent, das ist ja heute schon Geld und 100 Euro, das ist auch Geld. Aber wenn wir uns das Geld mal genauer ansehen, dann werden wir schnell uns alle einig, wirklich alle einig, ob von jung bis alt, dass das Geld doch eigentlich nichts ist, außer buntes Papier, wo an jedem 5. Schein ein bisschen Kokain hängt und das bedruckt ist und aus Baumwolle besteht und es einen Wert darstellt. Wow! Okay, das gehört zum Spiel, keine Angst. Ja, das gehört auf jeden Fall zum Dingsbums. Jetzt müssen wir ja aufpassen. Geld ist ja nichts anderes als eine Vertrauenssache. Aber bevor wir weitermachen, werden wir in die Zeit reisen. Kommt mit auf die Zeitreise! 5000 Jahre zurück! So, jetzt sind wir 5000 Jahre zurück, gereist in die Vergangenheit und wir sind im wunderschönen Ägypten. Es gibt Sklavenarbeit und ja, vielen Menschen geht es sehr schlecht, aber es gibt dort ein sehr interessantes System. Euros? Dollar? Nein, das gibt's da nicht. Da gibt's andere Werte. Damals wurden Werte anders berechnet. Da wurde gesagt, hey, ich habe zum Beispiel 5 Eier. Gibst du mir dafür einen Salatkopf oder ein Stück Fleisch? Oder da kam der Käsemacher, hey, ich habe ein Stück Käse, bekomme ich dafür eine Salami? Ich weiß noch gar nicht, ob die erfunden wurde. So war das damals. So wurden damals die Werte auf jeden Fall verteilt. Ne, man hatte etwas und das hat man dann getauscht. Aber dann, das gab es auch schon im Ägypten, da wurden Metalle benutzt, um Werte zu zeigen, also Werte zu tauschen. Zum Beispiel Gold. Gold kennt jeder. 1 Gramm Gold über 35 Euro. Ist euch wahrscheinlich alle bekannt. 1 Kilo Gold, 35.000 Euro. Nur damals war Gold viel wertvoller. Viel wertvoller. Ihr müsst euch das richtig vorstellen. Damals gab es zwar weniger Menschen, klar. Aber damals musste das ganze Gold ja auch irgendwie gefördert werden. Ja, das gab natürlich damals, war leichtes Gold, das war im Flussbett verankert. Aber denkt ihr wirklich, dass vor 5000 Jahren die Leute in den Fluss gegangen sind? Mit einer Goldschüssel und haben da Gold gefischt? Nee, das ist erst später entstanden. Und ja, Gold und Kupfer und solche andere Metalle, das war einfach pures Gold, Geld. Das war damals Geld. Unser ganzes Geldsystem ist auf Vertrauen aufgebaut. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen, weil wenn ihr 500 Euro in der Hand habt, dann kann das ist eigentlich nichts wert. So, das sind vielleicht 4, 5 Cent, was der Schein wert ist. Mehr ist der Schein eigentlich nicht wert. Oh Gott, der Vogel kann man abknallen, das ist ja brutal. Das ist ganz brutales Spiel. Und wir sind alles, das ganze Geldsystem, auch der Euro, der Dollar, ist alles auf Vertrauen aufgebaut. Und wenn das Vertrauen bröckelt, dann gibt es enorme Inflationen und die Leute glauben nicht mehr an das Geld. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, man könnte doch einfach diese Börse abschaffen. Ne? Diese ganze Börse, die den Euro irgendwie anzeigt, der ist so und so viel wert. Weil wenn es keine Börse mehr geben würde, wo der Euro gehandelt wird und gegen andere Währungen verglichen wird, dann müsste doch eigentlich auch die Währung, immer gleich bleiben. Weil keiner kann beweisen, jetzt wurde mal ein bisschen mehr Geld gedruckt, jetzt gibt es Inflation, die Währung bleibt immer gleich. So funktioniert das nicht. Die Währung, die findet immer ihren Weg. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Nordkorea einfach so hingeht und sagt, hey, jetzt drucken wir mal 500 Milliarden Yen,
die Börse ist abgeschafft, dann wird es dort zu einer Inflation kommen. Trotzdem, weil es einfach zu viel Papiergeld gibt. So, jetzt fressen wir den mal auf. So, und so sieht das aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Über das Thema Geld. Es ist ein weitläufiges Thema, das weiß ich natürlich auch. Man könnte jetzt hier noch 100.000 andere Dinge reinpacken, aber da bleibt einfach die Zeit nicht. Ja, und auf jeden Fall, haut rein. Und jetzt fressen wir hier noch ein paar Leute auf. Moin Moin, herzlich willkommen auf YouTube und so. Ein Person ist online, das ist ja gar nichts. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.